sehe es so. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Wahlkampf naht, kann ich nur sagen. Heute mal wieder eine Abstimmung über die Zulassung von Glyphosat. Wenn man die Auflagen bei der Zulassung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und deren Rückstände in Lebensmitteln betrachtet, so sind unsere Messmethoden mittlerweile so präzise geworden, dass man im Prinzip alles nachweisen kann. So hat zum Beispiel eine Prise Estragon so viel krebserregendes Potenzial wie der Rauch einer täglich konsumierten Zigarette. Es scheint eigentlich nur so von Giften in unseren Nahrungsmitteln zu wimmeln. Aber ich muss Ihnen sagen, das stimmt nicht. Unsere Nahrungsmittel sind so sicher wie nie zuvor. Wir müssen endlich davon wegkommen, dass wir Messwerte mit Gefährdung gleichsetzen. Die gesetzlichen Grenzwerte haben Vorsorgecharakter und erreichen keine unmittelbare toxische Wirkung. Ganz oben auf der Liste der Ernährungsrisiken stehen nicht die Rückstände in den Nahrungsmitteln, sondern der Umgang mit eben diesen Nahrungsmitteln. Fehlende Kenntnis über Zubereitungsmethoden und mangelnde Küchenhygiene, das sind echte Risiken für die Gesundheit. Denken wir mal an Salmonellen, Mykotoxine, Krebsgefährdung durch übermäßig gebräuntes Grillgut, Bratkartoffeln, die beliebten Pommes frites und die Chips. Unkenntnis im Einsatz von Pflanzenschutzmitteln hingegen kann man den Landwirten nun wirklich nicht vorwerfen. Der Einsatz im privaten Gartenbereich ist da deutlich kritischer zu sehen. Landwirte handeln nach guter fachlicher Praxis. Sie sind gut ausgebildet im Umgang mit Pflanzenschutzmitteln und der dazugehörigen Technik und unterliegen einer strengen Überwachung. Sie selbst unterstützen strenge Maßstäbe für Zulassung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, erwarten aber, dass diese Maßstäbe wissenschaftlich fundiert und nicht von unbegründeten Ängsten gesteuert festgelegt werden. Und was momentan am Beispiel der Zulassungsverlängerung von Glyphosat geschieht, ist eine Missachtung von Wissenschaft und eine gezielte, emotional gesteuerte Verunsicherung der Bevölkerung. Ich erinnere zuerst an den Fund von Glyphosat in Muttermilch, erreicht durch eine nicht wissenschaftlich belegte Untersuchung eines Labors unter Anwendung von Tests, die sich nicht für fetthaltige Flüssigkeiten eignen. Die Überprüfung durch geeignete Methoden ergab, dass kein Glyphosat in Muttermilch nachweisbar ist. Aber 1000 Mütter wurden verunsichert und die beste Ernährungsmethode für Babys unbegründet in Frage gestellt. Und ich kann nur sagen, es ist absolut unverantwortlich, was da passiert ist. Frau Kollegin Pahlmann, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Ebner? Nein, ich denke, das führt zu nichts. Ich mache weiter. Warum braucht die Landwirtschaft Glyphosat? Und auch Herr Ostendorfer, Ihnen lasse ich es nicht zu. Darf ich noch mal nachfragen, die Zwischenfrage des Kollegen Ostendorf, gestatten Sie diese? Nein, die gestatte ich auch nicht. Ich mache jetzt weiter. Also, warum braucht die Landwirtschaft Glyphosat? Der gesunde Ackerboden, das ist das höchste Gut, das die Bauern haben. Und die fluglose oder die reduzierte Bodenbearbeitung ist ein wichtiger Beitrag zur nachhaltigen Landwirtschaft. Pflügen kann eben die Bodenfruchtbarkeit auf lange Sicht reduzieren, Frau Hagelkehl. Nehmen Sie es zur Kenntnis. Bodenorganismen leben in verschiedenen Bodentiefen und können durch das Umpflügen beeinträchtigt oder sogar zerstört werden. Dann ist ein gelockerter Boden der Winderosion ausgesetzt und kann nach starken Regenquellen abgeschwemmt werden. Gleichzeitig wird beim Pflügen aber auch gespeicherter Kohlenstoff freigesetzt, der dann als klimarelevantes Kohlendioxid die Atmosphäre belastet. Wir sollen was für den Klimaschutz tun. Und durch das fluglose Anbauverfahren unter Zuhilfestellung von Glyphosat lässt sich der CO2-Ausstoß in Kulturpflanzenanbau halbieren. Auch das müssen Sie zur Kenntnis nehmen. Und dieses alles wissen Landwirte, und deshalb wägen Sie ab, wann Sie pflügen und in welchen Fällen Sie in Mulchverfahren arbeiten. Neben den Vorteilen für die Bodengesundheit und den Klimaschutz würden bei Verzicht auf Glyphosat auch massive Ernteausfälle durch die Konkurrenz von Unkräutern drohen. Der Wirkstoff steht somit auch für ein hohes Maß an Versorgungssicherheit und hilft, die Abhängigkeit von Importen zu begrenzen. Und sind wir doch mal ganz ehrlich, die Anwendung von Glyphosat in Deutschland ist gar nicht das Problem. Das Problem liegt vielmehr in der ungebremsten Anwendung in genveränderten Kulturen in Nord- und Südamerika. Dort wird großflächig zum Teil unter Einsatz von Flugzeugen gespritzt und Mengen ausgebracht, die auch ich für absolut bedenklich halte. Es gibt zurzeit keine Alternative für Glyphosat. Andere Mittel, die alternativ eingesetzt werden, sind schlechter abbaubar, belasten die Böden und die Gewässer weitaus mehr als Glyphosat.
Das heißt nicht, dass man nicht weiter kritisch Forschung betreiben muss, die Frage der begleitenden Netzmittel, also Zusatzstoffe, klären und Alternativen entwickeln muss. Aber bitte zurück zur Sachlichkeit und Fachlichkeit. Keine polemische, pseudowissenschaftliche Diskussion, die die Menschen nur beunruhigt und niemandem hilft. Die Bewertung des Wirkstoffs durch die zuständigen Behörden aller Mitgliedstaaten und der EFSA ergab, dass die Wiedergenehmigung von Glyphosat keine wissenschaftlichen Gründe entgegenstehen. Liebe Kollegen und Kolleginnen von der SPD, ich habe absolut kein Verständnis für Ihre unklare Haltung in dieser Frage. Dem augenscheinlich öffentlichen Mainstream unreflektiert zu folgen, wird Ihre Umfrageergebnisse nicht in die Höhe treiben. Auch Ihre Umweltministerin hat zeitweise zugegeben, dass es keine wissenschaftlichen Gründe für die Verweigerung gibt. Auch die deutsche Forschung nach stärkerer Berücksichtigung der Artenvielfalt hat die EU-Kommission in den Entwurf aufgenommen. Wir haben hier im Haus die Verantwortung, fachliches, wissenschaftliches Wissen nach vorne zu stellen und nicht reißerischen Schlagzeilen in der Presse hinterherzulaufen. Ich bitte Sie um Zustimmung. Der Kollege Ebner hat jetzt die Möglichkeit zu einer